Stellen Sie sich vor, ein Megatsunami bricht über die Ostküste der USA herein. Urplötzlich würden die Küstenstädte Amerikas verwüstet. Stellen Sie sich vor, tausende Katrinas treffen gleichzeitig die Ostküste. Diese Monsterwellen sind unvorhersehbar und unaufhaltsam. Für Millionen von Menschen wären die Auswirkungen katastrophal. Wir sind auf unserem Planeten nicht so sicher, wie wir glauben. Gigantische Katastrophen haben die Erde schon oft heimgesucht. Und es wird wieder geschehen. Können wir die drohende Vernichtung abwenden? Oder läuft bereits der Countdown Erde? Die schrecklichen Bilder des Tsunamis von 2004 in Südostasien waren ein Warnsignal für die ganze Welt. 2004 war den Menschen noch nicht klar, was ein Tsunami anrichtet. Am 26. Dezember gegen 10.20 Uhr wird Rick Van Felt Zeuge der Zerstörungskraft dieses Naturphänomens. Ich war gerade von Singapur nach Phuket in Thailand geflogen und freute mich wie viele auf einen schönen Urlaub zwischen Weihnachten und Neujahr. Während ich in der Luft war, erschütterte eines der heftigsten Beben aller Zeiten mit der Stärke 9,1 Süd- und Südostasien. Epizentrum war Sumatra. Eine Viertelmillion Menschen verloren innerhalb von 2 Stunden ihr Leben. Das Seebeben erzeugt einen Tsunami, der von Südostasien bis Afrika die Küsten verwüstet. Danach wappnet sich die Welt besser gegen die vernichtende Kraft von Tsunamis. Doch selbst hochentwickelte Länder können sich nicht vollständig vor ihr schützen. Im März 2011 trifft ein gewaltiger Tsunami die Ostküste Japans. Der Tsunami in Japan wurde durch ein sehr großes Beben ausgelöst. Es erreichte die Stärke 9 und war das 5. oder 6. stärkste, das je gemessen wurde. Trotz seiner Frühwarnsysteme und anderer Vorkehrungen hat das Land der Welle kaum etwas entgegenzusetzen. Der Tsunami erreichte Japan binnen 15 Minuten. Es gab also fast keine Vorwarnzeit. 6-Meter-Wellen rasen bis zu 10 Kilometer ins Landesinnere und reißen alles mit sich. Das betroffene Gebiet war relativ klein, knapp 500 Kilometer lang und 150 Kilometer breit. Für einen Tsunami ist das nicht sehr groß, also konzentrierte sich die ganze Energie auf eine kleine Fläche. Tsunamis sind ein globales Problem. Seit Menschengedenken werden zerstörerische, seismische Wellen in allen Weltmeeren festgestellt. Ein Tsunami entsteht, wenn die Meeresoberfläche in Bewegung gerät. Seebeben riefen die Tsunamis in Südostasien und Japan hervor. Doch diese Riesenwellen können auch andere Ursachen haben. Eine andere mögliche Ursache ist ein Aufwühlen der Meeresoberfläche, etwa durch einen Erdrutsch. Erdrutsche könnten an der Ostküste der USA eine noch größere Welle hervorrufen. Wenn man etwas ins Wasser wirft, entsteht ein Wasserberg von etwa der Größe dieses Objekts. Rutscht also Erdreich von 300 Metern Höhe hinein, erzeugt es einen 300 Meter hohen Wasserberg vor sich. Wegen ihrer immensen Größe werden diese Riesenwellen auch Megatsunamis genannt. Die größten Erdbeben bewegen den Boden vielleicht 12 Meter auf und ab und so groß ist auch der Tsunami, den sie erzeugen. Megatsunami nennt man alles mit einer Wellenhöhe von über 12 Metern. Am 17. Juli 1998 wird ein solcher Megatsunami von einem Unterwasser-Erdrutsch vor der Küste von Papua-Neuguinea ausgelöst. Der Erdrutsch erzeugte einen großen Tsunami mit 15 Meter Wellen, die eine unbewohnte Insel verwüsteten. Doch wo wird der nächste Megatsunami auf Land treffen? Die meisten Tsunamis werden durch Erdbeben ausgelöst und die meisten Erdbeben gibt es an der US-Westküste, in Alaska, in Japan und in Südamerika. Man konzentrierte sich lange auf diese seismischen Hotspots,
Doch wie sich herausstellt, könnte die nächste Katastrophe Amerikas Ostküste treffen. Ausgelöst durch einen Erdrutsch tausende Kilometer entfernt. 5000 Kilometer östlich der USA liegt die kleine kanarische Insel La Palma mit dem aktiven Vulkan Cumbre Vieja. Die meisten vulkanischen Inseln durchlaufen denselben Lebenszyklus. Wenn sie jung sind, wachsen sie sehr schnell in die Höhe, bis sie zu steil werden. Diese Vulkane stürzen regelmäßig ein, weil sie immer weiter wachsen und instabil werden. Der Cumbre Vieja stürzte vor 500.000 Jahren in den Ozean und wächst seitdem erneut empor. Man kann nicht genau sagen, wann wieder so ein Bruchstück des Vulkans ins Meer rutschen wird. Aber geologische Hinweise legen nahe, dass ein Tsunami von unvorstellbarer Größe die Folge wäre. Man hat den Vulkan untersucht und einige lange Risse entdeckt. Sie deuten darauf hin, dass ein großer Teil des Vulkans losbrechen könnte. Stefan Grilli hat ein Modell entworfen, um das Ereignis zu simulieren. In diesem Becken können wir Erdrutsch-Tsunamis bei den Kanarischen Inseln nachstellen. Dieser Block ist ein Teil des Vulkans, der ins Meer stürzen und eine riesige Welle erzeugen könnte. Die Welle würde über den Ozean rasen und auf die Küste treffen. Das hier könnte eine ganze Stadt sein. Gewaltige Zerstörungen und viele Tote wären die Folge. In diesem Experiment sehen wir, dass die entstehende Welle zunächst sehr groß ist, dem Block vergleichbar, der ins Wasser stürzt. Der Geophysiker Stephen Ward hat eine Computersimulation erstellt, die die Größe der Welle und den Ort ihres Auftreffens vorhersagen soll. Alles beginnt mit einer Explosion. Ein 5 Kilometer langer Riss, der sich von Nord nach Süd entlang des Vulkankamms erstreckt, bricht mit lautem Donnern auf. Damit ein so großer Teil des Vulkans abbricht, muss es über Wochen oder Monate eine ganze Reihe von Eruptionen geben, die genügend Energie aufbauen, um diesen Felsbrocken abzusprengen. Plötzlich bricht die gesamte Westflanke des Vulkans ab. Wir sprechen von einem Block von 16 mal 8 mal 1,5 Kilometern. Innerhalb von Minuten treffen 200 bis 400 Kubikkilometer Fels mit über 300 Kilometern pro Stunde auf das Wasser. Das ist mehr Energie als die aller Atomwaffen der Welt. Nach dem Erdrutsch türmt sich eine Flutwelle auf, doppelt so hoch wie das Empire State Building. Sie trifft nach 2 oder 3 Stunden auf Afrika, nach 4 oder 5 auf Portugal, lange bevor sie Amerika erreicht. Auf ihrem Weg über den Atlantik breitet sich die Welle aus und ihre Höhe reduziert sich auf etwa 15 Meter. Tsunamis erreichen 800 Kilometer pro Stunde, Düsenjet-Geschwindigkeit. Nach nur 9 Stunden wird die Welle die Ostküste der USA verwüsten. Hurricane Katrina entlang der gesamten Ostküste. Davon sprechen wir hier. Und es ist nicht nur eine, sondern eine ganze Reihe von Wellen, die die Ostküste für immer verändern würden. Die US-Regierung ordnet die Evakuierung der gesamten Ostküste an. Der Megatsunami wäre wie Katrina in den gesamten USA. 1000 Katrinas. Ein Großteil Südfloridas liegt kaum höher als der Meeresspiegel. Die dortige Bevölkerung ist besonders gefährdet. Die Einwohner raffen eilig Notrationen zusammen, bevor sie fliehen. Die Zeit wird knapp. Der Tsunami beginnt mit einem einzelnen Impuls. Doch während er sich fortpflanzt und ausbreitet, wird er auseinandergezogen. Die ursprüngliche Welle wird zu 2 Wellen, 3, 4 vielen Wellen, während sie eine große Distanz zurücklegt. Eine Stunde vor dem Auftreffen zieht sich das Meer vor Miami Beach zurück. Einer der wichtigsten Punkte in der Tsunami-Aufklärung ist, dass die erste Welle meist nicht die größte ist. Oft ist es sogar eine negative Welle, das heißt, der Ozean geht zurück. Rick Von Feld hat 2004 die Katastrophe in Südostasien überlebt. Er hat eine lebhafte Vorstellung von der Gewalt eines Tsunami. Die Wasserwand war noch 10 bis 15 Kilometer entfernt. Wir hatten weniger als 7 Minuten, um die 2 Blocks zum Rand des Strands und auf die Klippen zu gelangen, bevor die Wasserwand mit 800 Stundenkilometern auf den Strand traf.
Wir hatten ein Auto. Aber wenn man sie kommen sieht und zu Fuß ist, hat man keine Chance, vor ihr davonzulaufen. Wir kamen ans Ende des Strandes und fuhren eine Anhöhe hinauf. Ich stieg aus dem Taxi und sah, wie diese unfassbare Wasserwand in die Bucht strömte. Man sah die Wand an und mit jedem Blinzeln war sie näher und näher. Vor der Küste steigt der Meeresboden an, bis er auf den Strand trifft. Die hereinkommende Welle kann nur nach oben. Sie türmt sich zu ihrer wahren Höhe von 15 Metern auf. Wenn Sie einen Tsunami sehen und alle Warnzeichen verpasst haben, dann steigen Sie so schnell wie möglich auf die höchste erreichbare Anhöhe. Sobald Sie die Wasserwand kommen sehen, können Sie nicht mehr davonlaufen. Die Menschen flohen zu den paar Treppen und versuchten, ihre Sachen mitzunehmen. Sekunden später überspült die erste Welle den Strand und reißt alles und jeden mit sich. Was nicht niet- und nagelfest ist, wird mitgerissen. Auch Sie, selbst wenn Sie in einem Auto oder einem Bus sitzen. Der Megatsunami strömt ins Landesinnere. Und Miami Beach versinkt in den Fluten. Wenn man in den Sog des Wasserstroms gerät, in diesen Strudel, dann wird man gegen das nächste harte Objekt geschleudert. Die Flutwelle zu überleben ist erst der Anfang. Plötzlich fließt das Flutwasser wieder ab und die Tsunamiwelle strömt zurück ins offene Meer. Trümmer werden mitgerissen und zerschmettern alles in ihrem Weg. Glasscheiben und Scherben treiben im Wasser und man kann sie nicht einmal sehen. Und auf dem Ozean rasen unterdessen weitere Wellen auf die Küste zu. Wenn man die erste Welle überlebt und denkt, man hätte es überstanden, ist es noch nicht vorbei. Tsunamis kommen stoßweise. Nachfolgende Wellen erreichen oftmals noch über Stunden das Land. Die Pausen dazwischen können Bewohner in falscher Sicherheit wiegen, während die Natur nur kurz Atem holt. Die Menschen liefen nach draußen und wollten helfen. Sie ahnten nicht, dass noch mehr Wellen im Anmarsch waren. 20 Minuten später könnte eine noch größere Welle über die Küste hereinbrechen. So eine Wellenserie kann Stunden andauern und jede einzelne ist verheerend. Sollte sich die Welle über Miami Beach und die Küste von Florida ergießen, würde sie 15 Kilometer ins Landesinnere vordringen. Eine Welle kommt rein und macht einfach nicht Halt. Sie rollt immer weiter, bis sie auf eine Anhöhe trifft. Nicht nur Florida bekäme die Macht, solch eines riesigen Atlantik-Tsunamis zu spüren. 9 Stunden nach dem verhängnisvollen Erdrutsch bangen Städte entlang der gesamten Ostküste dem Aufprall der Killerwelle entgegen. Kleinere Städte sind oft ungeschützter, Küstenstädte und Ferienorte. Wir sahen den Tsunami in Japan. Er traf etwa 130 Kilometer der Küstenlinie. Man stelle sich eine solche Katastrophe auf 13.000 Kilometern Küstenlinie vor. New York City, das Finanzzentrum der USA, ist besonders gefährdet. Wenn das Terrain eben ist und nichts im Weg steht, kann ein Tsunami weit ins Land vordringen. Die niedrig gelegenen Stadtteile auf Long Island werden vom Wasser überspült. Der Flughafen JFK könnte 10 Meter tief versinken. Wenn JFK von einem Megatsunami überflutet wird, dauert es Monate, bis er wieder öffnen kann. Staten Island bekäme die volle Wucht der Welle ab, die den Big Apple überrollt. Aufgrund einer geografischen Besonderheit bleibt der größte Teil Manhattans verschont. Der einzige Zugang zu New York ist durch eine Meerenge von gut 1,5 Kilometern Breite. Bevor die Flut den Hudson River hinaufrollt, muss sie durch diese schmale Öffnung. Dieser natürliche Engpass würde die Wassermenge begrenzen, die die Innenstadt erreicht. Tsunamis sind langwellig. Sie halten Minuten an, aber keine Tage. Es bleiben nur 25 Minuten, in denen das Wasser durch eine enge Öffnung fällt. Und auf der anderen Seite breitet sich die Welle wieder aus wie ein Fächer. Das Wasser schießt durch die Meerenge und Lower Manhattan wird zum reißenden Strom.
Die U-Bahn würde überflutet, das Stromnetz, das Abwassernetz. Es gäbe hohe wirtschaftliche Schäden. Im Norden ist auch Boston weitgehend vor den Fluten geschützt. Doch Cape Cod und die Harbor Islands würden vom Tsunami überrollt. Wir dachten, die Auswirkungen von Katrina waren schlimm. Aber die Bevölkerungsdichte ist dort nicht annähernd so hoch wie an der Ostküste. Bei so vielen Menschen wäre es ein nie dagewesener Albtraum. Die Zahl der Toten und die Höhe der Sachschäden wären unvorstellbar. Und die Verwüstung würde noch lange nach der letzten Welle anhalten. Es ist nicht so sehr die Naturkatastrophe selbst. Es sind die Nachwirkungen, die wirklich fatal sind. Man muss bedenken, dass auch Ölraffinerien und Stahlwerke betroffen werden. Sie werden überspült, zerstört und ihre Chemikalien über die Landschaft verteilt. Jedem Tsunami folgt eine gewaltige ökologische Katastrophe. In den USA liegen etwa 28 Kernkraftwerke in der Nähe der östlichen Küstenlinie. Viele Kernkraftwerke wurden aus Gründen der Kühlung direkt am Meer erbaut. Wenn sie zerstört werden oder leckschlagen, sind die Auswirkungen viel größer als die des Tsunamis selbst. Giftige Chemikalien und Müll würden in den Ozean gespült. Eine zweite Katastrophe wäre die Folge. Plastik, Isolierungsmaterial, Glasfasern gelangen ins Ökosystem der Ozeane. Die langfristigen Auswirkungen können wir nicht einmal ahnen. Die Folgen eines Megatsunamis übertreffen alles zuvor Dagewesene. Weil diese Naturkatastrophen plötzlich und oft ohne Vorwarnung auftreten, sind sie so gefährlich für die Bevölkerung an den Küsten. Doch so verheerend die Wellen auch sein mögen, Überleben ist möglich. Wie können sie einen Megatsunami überleben? Die Gefahr eines Megatsunamis an der Ostküste der USA ist real, aber relativ gering. Die Region weist nur geringe seismische Aktivität auf und es gibt keine Anzeichen für einen großen Erdrutsch in näherer Zukunft. An der Westküste ist die Gefahr sehr viel greifbarer. Forscher vom Wellenlabor der Oregon State University haben den Küstenort Seaside in Oregon nachgebaut, um zu untersuchen, wie die Bewohner einen Tsunami überleben können. Wir können hier sehr genaue Messungen darüber anstellen, was geschieht, wenn der Tsunami auf die Küste trifft. Diese Messungen helfen uns, aus der Stärke des Tsunamis die Auswirkungen etwa auf ein Gebäude abzuleiten. Vor der Küste von Oregon liegt die Cascadia Subduktionszone, eine Bruchlinie, die von Nordkalifornien bis nach British Columbia in Kanada verläuft. Sollte diese Verwerfung aufbrechen, könnte sie einen noch größeren Tsunami auslösen als den von 2011 in Japan. Das große Problem ist, dass die Zeitspanne vom Erdbeben bis zum Auftreffen des Tsunami an der Küste sehr kurz ist, 20 bis 40 Minuten, je nachdem, wo man lebt. Die Wissenschaftler testen, was die Gebäude der Stadt einem Tsunami entgegenzusetzen haben und wie viel Zeit den Bewohnern zur Flucht bleibt. Wir arbeiten mit der Stadt Seaside in Oregon, weil sie bei einem Tsunami aus der Cascadia-Subduktionszone einer der gefährdetsten Orte wäre. Wir haben die Ufermauer nachgebaut, die großen Hotelgebäude, all die kleinen Geschäfte im Ort. Wir wollen sicher sein, dass die Gebäude stehen bleiben und dass sie hoch genug sind, falls sich noch jemand darin befindet. Im Falle eines Tsunamis, so zeigt sich, könnten viele Menschen durch vertikale Evakuierung gerettet werden. Also die Flucht in die oberen Stockwerke von Hotels oder Parkhäusern. Jedes Gebäude, das als Fluchtort zur vertikalen Evakuierung ausgewiesen ist, muss der Kraft des Tsunamis auch standhalten. Und es muss hoch genug sein, damit die Menschen auf dem Gebäude sicher sind. Diese Forschung wird in Zukunft beim Entwurf neuer Bauwerke zur vertikalen Evakuierung helfen. Der gesunde Menschenverstand ist wohl das beste Mittel gegen einen Tsunami. Wissenschaftler raten, natürliche Warnsignale wie Vorbeben zu beachten und Evakuierungsanweisungen Folge zu leisten. Und da meist mehrere Wellen zu erwarten sind, sollte man unbedingt hochgelegene Orte aufsuchen und dort bleiben.
Das Ziel dieser Forschung ist es, die Zahl der Todesopfer bei einem Tsunami hier zu minimieren. Am wichtigsten ist es dabei, die Menschen aufzuklären, was sie im Falle eines Tsunami tun können. Die verheerenden Tsunamis in Südostasien und Japan zeugen von der gewaltigen Zerstörungskraft der Natur. Wir wissen nicht, wo und wann der nächste zuschlagen wird. Aber dank neuester Erkenntnisse können wir uns vorbereiten und Leben schützen.